So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Weiß in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Und heute ist Arena Time. Die Arena von Nevaio City wartet auf uns. Hier, nimm dieses Tafelwasser. Dankeschön, eine Eisarena, wie man unschwer erkennen kann. Also eigentlich, Feuer kann Eis schmelzen, Kampf kann es zerschmettern und Stahl und Gestein zermahlen. Es ist zu Staub. Ja, es hat viele Schwächen, aber das wird uns hier nicht nützen, deine Tipps, weil ist halt keine Eisarena, ne? Für uns auf jeden Fall nicht. Für uns ist es keine Eisarena. Ich sehe, dir ist schwindelig vom Aufbau dieser Arena. Das werde ich mir zunutze machen und dich gleich hier aufhalten. Na, das glaube ich aber nicht, Kollege Schnürschuh. Mein lieber Karate-Kämpfer, der keine Kampf-Pokémon hat, Schwarzgott LJ. Kabuno, I, Bäh, Buh. Na wobei. Ja, Ditto. Ditto macht er schon. Ditto regelt, ne? Wie ist Unlicht auf Unlicht effektiv? Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Neutral. Oh, nicht neutral effektiv. Okay, Brüller, mach Brüller. Ist in Ordnung. Seetracking ist in Ordnung. Kann ich mitleben? Kann ich dich weghauen mit der Windhose? Ist in Ordnung. Also habe ich jetzt kein Problem. Solange du mir nicht Ditto selbst reingeholt hättest. Das ist bei ja natürlich nicht Ditto. Aber, ja, ne? Nett. Nette Sache auf jeden Fall. Kanivania. Ja, hält nicht aus, die Flachzange, ne? Hält nicht aus. Von daher ist es, glaube ich, egal, was wir hier machen. Okay, es hat einen Angriff überlebt. Ein Kanivana hat einen Angriff überlebt. Was ist denn da los? Ich weiß doch auch nicht. Wenn ein Kanivana einen Angriff überlebt, dann muss was schief gehen. Kabutops. Nee. Yeah. Kabutops ist ein bisschen eklig, aber ist, denke ich, auch machbar. Der hat hier, glaube ich, die Wasserfähigkeit, die Wasser H2O-Absorber, ne? Von daher möchte ich nicht mit Wasserattacken angreifen und der ist eh vom Typ Wasser, von daher... Ja, Ausdauer kannst du machen, ich werde dich jetzt nicht in diesem Zug besiegen. Hätte dich eh nicht in diesem Zug besiegt, so viel steht fest, lieber Freund. Oh, scheiße, mein Windhose ging daneben. Meine Windhülse ging daneben. Die Windhülse ging in die Hose sozusagen. Ja, mach mich halt noch langsamer. Ist okay. Solange ich jetzt mit der Windhose treffe, ist mir das egal. Wunderbar. Wunderbar. War doch ein solider Kampf, würde ich sagen. Oh nein. Oh ja. War ein solider Kampf. Solider erster Kampf. Nehme ich gerne an. Servus. Darf ich dich um einen Kampf bitten? Nein. Nein, habe ich gesagt. Nein. Na gut, dann halt so. Satsuki. Na gut. Satsuki möchte kämpfen, dann geben wir ihr Tsatsiki. Was? Probier's mal mit dem Schaufler. Der ist ja sehr effektiv eigentlich, aber hat es halt... Ja, nicht. Wird jetzt nicht so sehr ins Gewicht fallen, denke ich fast. Oh, naja, gut, ne? Ich habe nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob ein Nachttipp vielleicht sogar das gleiche getan hätte. Aber naja, nicht. Ich finde übrigens sehr schön, dass Zoroark in seinem Sprite so ein bisschen Tomatensauce im Mundwinkel hat. Das dachte ich mir zum ersten Mal, als wir Zoroark im Kampf gesehen haben. Der Backsprite sieht so komisch aus irgendwie mit diesem bisschen Tomatenmark oder Tomatenketchup am Mundwinkel. Sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Ja, also wie gefährlich wollt ihr Arena haben? So Geraldine und er hier, Sandro heißt er, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall. Ich versuche immer ruhig zu bleiben, um die Kampfsituation genau zu überblicken. Also. Ja, waren die ersten Arenen noch harmlos. Ich meine, gut, Arti dachte sich, ja, lass ihn durch Honig gehen, wird schon nicht schlimm sein, wird sicherlich eine schöne Aromakur für die Haare und fürs Gesicht oder so. Aber naja, Ani. Naja, wir wollten ja mal nichts sagen, ne? Ja, das ist ja nur neutral effektiv wegen diesem Murks-Stahltypen. Ist nur neutral effektiv, aber mit Schaufler kann ich den auch nicht angreifen, weil ich glaube, der hat Schwebe. Ich glaube, ziemlich safe, der hat Schwebe.
Also Hitzeschutz oder Schwebekanne haben, von daher ist halt. Der ist gut aufgestellt, ne? Der hat gegen zwei seiner Schwächen einfach eine Fähigkeit. Ja, was war das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, in der Tat, Bronze ist böse. Kann böse sein zumindest, je nachdem, was man denkt, ihn anzugreifen und dann welche Fähigkeit es hat. Kann böse sein, kann böse enden, muss aber nicht. Muss es aber nicht, liebe Freunde. Es kann, es muss nicht. Oh Gott. Habe ich euch schon mal erzählt, wie sehr ich Schlitterrätsel liebe? Nein? Dann wisst ihr es jetzt. Nämlich gar nicht. Aber okay, so schwer war es jetzt nicht. Wie immer ist das Problem nicht, ob ich kämpfen kann oder nicht, sondern ob ich kämpfen will oder nicht. Ja, so geht's mir auch. Ich kann immer kämpfen, aber ob ich will, ist die andere Frage. Ist die andere Frage, nie? Elena. Mensch, ein normaler Name, dass ich das noch erleben darf. Ein normaler Name in dieser Nuzlocke. Na gut. Dione kann mal wieder. Haben wir jetzt wieder. Ich hab schon wieder ganz vergessen, dass wir jetzt sogar wieder ein Pokémon mehr zum Angriff parat haben. Also, Ditto jetzt mal außen vor, ne? Aber wir haben wieder ein Pokémon, mit dem wir angreifen können tatsächlich. Konfusion. Gewissheit macht ziemlich viel. Sehr effektiv. Was ist denn das für ein Attackentypus? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Wir sollten zu einem Pokémon wechseln, was das Ganze abfangen kann. Ist okay. Dann halt nicht, Dione. Du hast dein Bestes gegeben. Aber die Gewissheit, damit konnte ja keiner rechnen. Mit der Gewissheit, die Gewissheit habe ich jetzt. Damit konnte ich nicht rechnen. Verteidigung sinkt stark. Das gefällt mir gar nicht. Und oh. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ich hasse es. Bitte greif einfach an. Danke. Aber damit sollte er sich auch selbst sein eigenes Grab geschaufelt haben. Ja, sind wir safe. Heißt erst Verteidigung schwächen und dann Angriff boosten. Hydro-Pumper. So eine Sache. Ah, komm. Agilität nutze ich nie. Und so als letzten Ausweg. Wenn alles zu scheitern droht, dann ist es vielleicht nicht das Verkehrteste, was wir machen könnten. Ich wechsle mal zu Sutur rein. Sutur sage ich schon, zu Io. Zu Porygon 2. Ist das Flugdings? Oder ist es nur Käfer? Ist Flugkäfer oder ist es nur Käfer? Wir probieren auf jeden Fall mal den Donnerblitz aus, damit wir das auch mal sehen. Damit wir auch mal den Angriff vom Donnerblitz sehen, ne? Der Angriff steigt ja gut, das ist mir, glaube ich, beim Volbeat relativ egal. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist mir relativ egal beim Volbeat. Ich glaube, ein Volbeat, das sollte mir hoffentlich nicht viel können. Ja, nö. Sieht solide aus. Ah, gut. Das war's dann auch mit Volbeat. Wenn du nicht kennst, kannst du nicht verlieren, wirst du aber auch nicht stärker. Ja. Durchaus weise Worte. Durchaus weise Worte, also nicht, ja gut, was heißt weise Worte? Das sind Worte, die auf der Hand liegen irgendwie. Boah. Erkenntnisse, die auf der Hand liegen. Möchte ich fast meinen. So. Ja, ich denke, wir lassen Io vorne kämpfen, weil es am niedrigsten gelevelt aus unserem Team tatsächlich. Also Ditto jetzt mal außen vor gelassen. Ditto jetzt mal außen vor gelassen, auch wenn ich Ditto natürlich sehr gerne mag, wie meiner Freundin allein schon, aber ja, ist halt nicht unser Angriffs-Pokémon. Nicht unser angriffsstärkstes Pokémon und das war irgendwie, glaube ich, doof. Das war, glaube ich, doof, was ich da gemacht habe. Das war ganz, ganz doof, Lassi. Das machst du nicht nochmal, bitte. Das machst du so nicht nochmal. Ja, ich glaube, wir müssen... Hä? Kann ich denn rutschen, dass ich... Achso, ich bin ein Held. Ich bin manchmal ein Held. Ist doch gar nicht so schwer, wenn man es denn erstmal sieht, ne? Wenn man es denn erstmal sieht, ist es gar nicht mehr so schwer, liebe Freunde. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch wieder zurück und dann haben wir das auch gepflegelt, hingeprügelt. Wie auch immer. Na gut. Weg mit dir. Weg mit dir und nochmal gefährliche Passagen überstehen.
Diese Arenen sind wirklich sehr gefährlich. Dieser rutschige, gefrorene Boden ist perfekt, um seine Balance zu verbessern. Ja, oder man stirbt halt, ne? Also, beim Rutschen kann man durchaus mal sterben. Ist doch eine schöne Art Solveig. Solveig nicht eher Männername? Naja, dem auch sei. Naja, Morlord. Morlord ist eklig? Nein, den können wir nicht mit Donnerblitz angreifen, liebe Freunde. Aber der Spezialangriff steigt trotzdem, dann Psystrahl, würde ich sagen. Morlord ist eh langsam. Das ist das Gute am Morlord. Aber Morlord hat dafür auch sehr viel Verteidigung. Und in Gähner möchte ich nicht drin bleiben, tatsächlich. Ja, Sultur. Wir würden jetzt hoffentlich nie mit einem Erdbeben kommen. Hoffentlich. Ja, bringen alle zum Schlafen, ist okay. Gut, dann greifen wir jetzt aber erstmal an. Ist dann halt so, dann legt er sich jetzt schlafen jetzt die nächste Runde. Aber dann ist es halt so, Nachthieb crittet, das ist schön, das gefällt mir. Und Deimos, Sultur geht schlafen. Ist okay, ist okay. Kannst dich ausruhen, ich werde Porygon wieder reinholen. Seong ist sehr süß. Ich mag die Seemops-Entwicklungsreihe insgesamt sehr gerne. Aber Seemops ist immer noch mein Favorite von den dreien. Hagelsturm, ja gut, kannst du machen. Aber ist auch gefährlich. War bislang gefährlich, aber jetzt mit dem Dönerblitz, da kann nichts mehr schief gehen, oder? Mit dem Donnerblitz, da kann uns auch ein Wasser-Pokémon gestohlen bleiben. Ah, naja, gut, ne. Ja, ne. Ist okay. Angebrei, ist okay. Ist okay, ich bin verwirrt. Oh, der hat Eishaut. Huh. Keine Speckschicht, sondern Eishaut. Das ist, glaube ich, Speckschicht ist eigentlich die klassische Fähigkeit von der Seemops-Reihe, aber... Okay. Aurora-Strahl. Ich glaube, ich wechsle lieber. Ist mir irgendwie sicherer. Sollten wir noch einen Angriff von uns selbst abbekommen, tut das weh. So viel kann ich behaupten. Dann noch lieber einmal wechseln. Aurora Strahl tut auch weh. Eklig. Eklig tatsächlich. Sehr eklig. Diese Sehung macht mir mehr Probleme als sie sollte. Bitte greif dich selbst an. Danke. Gut, die Verwirrung hat sehr gut getan. Und das Aufhören zu hageln tut uns auch sehr gut. Ja, gar nicht so. Das kleine gemeine Seejunge, ne? Klatsch, ich habe verloren, weil ich ausgerutscht bin. Ja, toll. Und gestorben bist du auch bei der Rutschpartie hoffentlich. Na gut. Heilen wir uns mal wieder. Kommen wir zu der Geiz. Und auch hier. Und dann haben wir was gegen Schlafen. Haben wir dagegen was? Ich glaube fast nicht. Wir haben keinen Aufwärts. Haben wir eine Beere? Typ 1, Frage, Beere, Verbrennung. Nein, wir haben nichts. Okay, dann muss Sultur erstmal aussetzen. Ja, bis wir zum Arena leider kommen, dauert ja noch ein paar Minütchen. Ich frage mich, ob ich dann vom Arena-Leiter heilen sollte oder nicht. Das war dumm. Da wollte ich gar nicht hin. So, hier wollte ich nämlich hin. Hier wollte ich hin, liebe Freunde. Liebe Freunde der Nacht. Ich bin der König aller Karatekämpfer. Die Pokémon, gegen die du gleich kämpfst, haben viele Attacken von mir gelernt. Na da. Hoffentlich per Eigenhand. Also, ja, Karateschlag und so selber anmachen, ne? Wobei, die hätten ja Eis-Pokémon mehr. Ich glaube kaum, dass du sowas kannst wie Eisstrahl oder so. Ich würde das mal stark anzweifeln. Aber naja, nee. Wenn du das sagst, dann glauben wir dir einfach mal. Wenn du das sagst, dann glauben wir dir einfach mal. So, Dia kommt rein. Und kann ihn wahrscheinlich nicht mit einem Hit aus dem Fetzen reißen, weil wahrscheinlich Robustheit, aber mit zwei Hits sollte das Ganze dann doch klappen. Hoffen wir. Ich hätte auch Siedewasser einsetzen können und offen auch verbrennen können, weil das hätte ja auch bisher immer ganz gut geklappt. Werden tatsächlich auch so nicht besiegt mit zwei Hits. Das ist zumindest bei der Kaskade nicht. Der Steinhagel macht viel Schaden. Der macht viel Schaden. Das gefällt mir gar nicht. Na gut, Steinhagel ist, glaube ich, die zweitstärkste Gesteinsattacke, würde ich behaupten. Steinkante ist noch stärker.
Und dann dürfte Steinhagel kommen, oder? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Klärt mich gerne auf, wenn ihr es wisst. Klärt mich gerne auf, wenn ihr es wisst. Schlitzer ist okay. Erhöhte Crit-Chance, aber alles gut. Alles gut. Setzt ein Crit. Tut nicht weh. Aber dafür machen wir einen Crit. Das ist in Ordnung. Als König aller Karatekämpfe hätte ich nicht gedacht, dass ich verlieren werde. Tja, es ist halt manchmal. Mal gewinnt man, mal verliert man, mal hat man Pech, mal hat man Glück, mal hat man Gandhi oder so, ne? Wie so schön heißt. So, und jetzt? Hier, ne? Hier und dann so und dann da und dann haben wir's. Und dann sind wir bei Sandro. Schön. Heilen wir nochmal. Es ist blöd, dass wir jetzt natürlich nicht Zora wecken können. Aber dann ist es halt so. Dann ist es halt so, ganz ehrlich, da müssen wir auf Zorak verzichten. Ich hoffe, er wird jetzt nicht mit dem Psycho-Pokémon der Welt ankommen. Wir können ja nochmal zurück. Aber komm, das wäre lame. Also kämpfen wir jetzt gegen Sandro. Aus deinem Gesicht spricht die wilde Entschlossenheit, den Arena-Leiter herauszufordern. Nun dann, lass uns keine Zeit verlieren. Alles klärchen. Ja, Sandro ist da. Genau, hatte ich es doch richtig im Kopf. Ich glaube, sein stärkstes ist auf Level 39. Dummiesel. Okay. Fangen wir halt mit Dummiesel an. Kann nerven, muss aber nicht. Kann ein nerviges Pokémon sein, muss es aber nicht sein. Spezialangriff steigt, das gefällt mir eigentlich eher weniger. Ich hatte eigentlich eher auf den normalen Angriff gehofft, weil so ein Step-Normal-Angriff hätte mir, glaube ich, mehr Freude gebracht. Aber okay, du bist stark. Nein, du und dein Team, ihr seid stark, wenn ihr gemeinsam kämpft. Psystrahl noch einmal. So einer bist du also. So einer bist du also. Oh, ist das eklig. Oh, wird das ein ekliger Kampf. Okay, wir machen. Gucken wir, was der Tackle macht. Trotz ohne geboosteten Angriff. Okay. Okay. Ich habe nie was gesagt. Ah, so einer ist er. Jetzt macht der Dönerblitz. Ist ja auch kein Step, aber... Ja, der macht ordentlich Schaden. Wird Tränke einsetzen? Genau, ist okay. Hat er gerade versucht, Hyperstrahl einzusetzen? Was habe ich gerade gelesen? Nee, wieder Tränke hat er eingesetzt. Ah, alles gut. Keine Ahnung, was ich hier gelesen habe. Was ich mir da eingebildet habe. Setzt einfach Hyperstrahl ein. Dann ist es kaputt. Das wäre es ja auch. Ruheort, das ist eigentlich ganz gut, weil jetzt könnten wir ihn vielleicht mit dem Donnerblitz aus dem Leben nehmen. Ah, macht knapp über die Hälfte. Okay, das ist doof. Das ist doof, aber gut. Jetzt, ja, wobei, ich hätte lieber gehabt, wenn er seine Tränke hier einsetzt. Statt das so zu machen. Ja, ist okay. Er setzt seine Tränke ein, das ist okay für mich. Ich glaube, Dummiesel ist jetzt nichts, was mir großartig gefährlich werden könnte. Ah, ist blöd, dass wir für Donnerblitz 3, dass wir mit Donnerblitz 3 Angriffe brauchen. Das ist so blöd. Aber egal. Aber egal. Oh. Dann eten sich mal hoch mit Ruheort. Ekelhaft. Komm mal, mein Crit, Donnerblitz. Komm, mach einmal mal einen Crit. Wie wär's, hm? Wie wär's, Porygon? Kein Crit. Oh. Die weiteren nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine halbe Stunde. Warum haben wir eigentlich mal so nervige Arena-Kämpfe? Meistens haben wir keine schwierigen Arena-Kämpfe, sondern wir haben nervige Arena-Kämpfe, wenn ihr versteht, was ich meine. Zufälligerweise. Ich weiß ja nicht, ob ihr das so auch feststellt wie ich gerade, aber wir haben meistens doch sehr, sehr nervige Arena-Kämpfe. Bitte kein Ruheort, okay? Machen wir was anderes. Groll. Kannst du machen. Groll mich zu Tode. Hegt dein Groll gegen mich. Ja, also mein AP aufgebraucht, aber dann ist okay. Und jetzt Psychstrahl ihn weg und weg mit diesem dummen Isel. Meine Güte. Aber wir brauchen keinen Donnerblitz mehr für diesen Arena-Leiter. Keifel. Bodeneis. Könnte sogar rein theoretisch tatsächlich haben. Nein, hat er nicht, weil die Arena-Leiter besitzen natürlich auch nur Pokémon der 5. Gen in dieser Gen. Oder in diesem Spiel. Von daher hat er keinen Geifel, aber es gehört zumindest zu seinen Typen. Ne? Gehört zumindest zu seinen Typen. Die er auch im Kampf einsetzen könnte. So, Siedewasser. Weil, warum nicht? Verbrennung auf dem Eis-Pokémon könnte nie schaden. Für den Fall der Fälle. Na, schade.
Hat mal nicht geklappt. Hat ausnahmsweise mal nicht geklappt, aber der wird sich jetzt selbst besiegen durch den fast würde er sich selbst besiegen. Dann eben fast. So, und das nächste wird sein stärkstes sein. Das da wird sein. Ursaring. Training ist erst dann auch wirklich Training, wenn man bis zum Äußersten geht. Das ist gar nicht mal so geil. Ein starkes Normal-Pokémon. Aber passt irgendwie zu seinem richtigen. Ich glaube, sein stärkstes ist normalerweise Siberio. Du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, das wird ein harter Kampf. Liebe Freunde. Wie viel macht der Schlitzer auf Porygon? Er macht sau viel Schaden. Scheiße. Ich habe sowas befürchtet, dass der irgendein... ein Ursaring. Oh, kacke, ey. Ursaring ist heftig. Gegen uns. Grimasse, okay. Das ist gut. Init kannst du senken von mir aus. Senk meine Initiative so stark, wie du willst. Greif mich bloß nicht mehr an. Dein scheiß Schlitzer. Lock du. Okay, jetzt schaukt er rein. Ich weiß nicht warum. Aber er schaukt rein. Damit kann ich leben. Boah, aber wir machen dem gar nichts. Ja, ist okay. Aber wir halten 2-3 Schlitzer aus. Das ist ja schon mal was. Liebe Freunde. Okay, aber jetzt werden wir heilen. Weil ich habe Angst vor dem Crit, zufälligerweise. Weil Schlitzer hat eine erhöhte Crit-Chance. Glaube ich zumindest. Ei, caramba. Aber... ist ein richtiges Signature-Berg, glaube ich, Siberio. Und daher, Ursaring passt. Passt irgendwie ein bisschen. Jetzt ruhig nochmal schoken. Wer ist eigentlich? Schok doch mal rein. Schok doch mal so ein bisschen, Mensch. Okay, alles gut. Wir haben ihn besiegt. Alles gut. Verlustfrei durchgekommen. Wunderbar. Und dein Pokémon-Team ergibt ein wirklich gutes Gespann. Ab diesen Sieg habt ihr euch verdient. Dankeschön. Gott sei Dank, dein Mut verdient wahrlich Anerkennung, daher überreiche ich dir dies hier. Den Eisohren, wie auch immer der heißen mag, ich weiß es nicht, aber wie auch immer. Ne? Wie auch immer. Der Polarohren oder so. Eisapforden, okay. Du hast 7 Orden. Das bedeutet, dass die nun Pokémon bis Level 80 gehorchen und auch diese TM als Zeichen meiner Wertschätzung. Isis Odem, ja, werden wir kein Pokémon beibringen können und wollen wir auch gar nicht. Isis Odem ist eine Attacke mit Volltreffergarantie. Du bist ein Mann weniger Worte, Sandro. Ich weiß nicht, wie mir das gefallen soll, aber eigentlich ganz gut. Lieber ein Mann weniger wichtiger Worte als ein Mann vieler Worte, würde ich einfach mal so behaupten. Was findet ihr denn schon wieder? Flo, ich habe bereits mit Bell darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ich hätte mich verändert. Seitdem wir von Avenizia aufgebrochen sind, wenn ich darüber nachdenke, was ich machen möchte oder machen muss, drängt sich mir unweigerlich das Gefühl auf, dass mir nichts von alledem noch zusagt. Bin ich es, der stärker geworden ist, oder sind es nur meine Pokémon? Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ja, unser Scheinmann, wir drei sitzen da wohl im selben Boot. Flo, ich werde mich jetzt vom Pokémon Fanclub aufmachen. Ich werde auch herausfinden, was ich gerne mache und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Wie, wer seid ihr? Ich bin Bell und das hier ist Sharon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht langsam mal zeigen? Ah, okay. Nichts anderes haben wir vom Arenaleiter von Nevarius City erwartet. Selbst Schattengestalten wie uns, das Finstrio, hast du gleich bemerkt. Wir wollten dies eigentlich nur Flo mitteilen, aber sei es drum. Unser Meister Gizis will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst. Du wirst doch vom Meister N erwartet, Ende der Durchsage. Zur Drachenstiege? Was hat das denn zu bedeuten? Hey ihr, klärt mich mal auf. Okay. Du musst dich noch ein wenig gedulden, wenn du mich in der Arena herausfordern willst, denn die Pflicht ruft. Ich muss mich schleunigst zur Drachenstiege begeben. Ich komme auch mit. Die Drachenstiege liegt doch nördlich von hier, nicht? Okay. Aber
was soll ich jetzt machen? Dann laufe ich halt den anderen nach und begebe mich auch zur Drachenstiege. Wo soll die noch gleich gewesen sein? Nördlich von hier, oder nicht? Mach das mal. Ich gehe erstmal heilen. Ich gehe erstmal mein Pokémon-Team heilen. Das ist mir erstmal wichtiger, als irgendwie hier einzutreffen. Das können wir im nächsten Part machen. Das können wir definitiv im nächsten Part machen. Dieser Part ist jetzt vorbei. Wir haben den Arena-Leiter geschlagen. Gut ist es. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn so ist, gebt einen Daumen nach oben, schreibt auch gerne einen Kommentar. Und um überhaupt nichts mehr zu verpassen, abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, sage ich Schisikowski, euer FlassTV. Bye bye!